Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, einer weiteren Special Edition Folge Let's Play Thief in der Nervenheilanstalt von Moira. Wir befinden uns immer noch hier Sprachfehler. Wir befinden uns immer noch hier unten im Gefängnis, beziehungsweise wir sind da gerade eben erst reingewackelt. Und ja, sind diesen widerwärtigen Kreaturen begegnet, beziehungsweise diesen Monstern, die mal Menschen waren. Wir müssen jetzt irgendwie schaffen, an ihnen vorbeizukommen, ohne dass sie uns sehen oder hören. Das sind nämlich verdammt aufmerksame Viecher. Und ich weiß nicht, wie denen ihre Aufmerksamkeit funktioniert. Und außerdem müssen... Oh, du Scheiße. Und außerdem müssen wir hier noch... Alter. Außerdem müssen wir hier unten noch... ein paar... Ne, ich gehe da nicht lang, das ist mir zu riskant. Außerdem müssen wir noch... drei, glaube ich, Notizen finden. Bei denen ich mir aber nicht sicher bin, wo sie sind. Oh, da steht er. Alter Schwede, ey. Verdammte Scheiße. Okay, dann gehe ich da unten lang. Okay, dann muss ich mal gucken, ob sich hier unten was befindet. Hier unten einer, jemand, etwas, keine Ahnung, wie man es nennen will. Diese Urne gehört jetzt mir. Und dann gehen wir hier unten weiter. Okay, da oben seht ihr uns nicht. Nach unten schauen die also nicht, wie es aussieht. Alter. Nein, das Licht könnte schön ausbleiben. Alter, was soll die Scheiße? Ich will da rüber. Na, wobei, da gibt's eigentlich gar nichts. Deswegen hau ich da mal schön ab jetzt. Alter, und ich will jetzt genau eben dieses letzte Stückchen. Diese letzte kleine Passage. Scheiße, will ich jetzt nicht versauen. Ich hab's versaut, ich hab's versaut, ich hab's versaut. Nein, 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 nein. Halten. Oh mein Gott, sorry Leute. So sorry bin ich. Scheiße. Weil ich etwas zertreten habe. Ich habe was kaputt gemacht. Fuck. Okay, aber kann ich zurück nochmal? Scheiße, es tut mir jetzt so leid. Am Ende war da noch was. Fuck, okay, aber ich will die Dinge nicht unterschätzen. Und ich will jetzt echt nicht sterben, weil beim letzten Mal bin ich hier nämlich verreckt, elendlich. Und ich will echt nicht, dass das nochmal passiert. Scheiße. Ah, das tut mir so leid. Da ist bestimmt noch was gewesen. Da waren bestimmt die letzten drei Dokumente. Oder die letzten zwei noch. Mist. Na, okay. Dann gehen wir mal weiter. Notgedrungen. Whoa, what the fuck? Alter, geh weg, geh weg, geh weg. Boah. So, war das jetzt echt? Oder war das nur gespielt? Was ist hier passiert, Aaron? Warst du das? Die scheinen da hinten also auf uns zu warten. Dann flitze ich jetzt mal weiter durch. Und ich stürze in die Dunkelheit. Warum bin ich allein? Jeder Atemzug tut weh. Wo bist du? Wo müssen wir hin? Da oben leuchtet was.
Mohn. Die Stimmen sollen aufhören. Nochmal Mohn. Und nochmal. Und da hinten leuchtet was. Ich hätte besser sterben sollen. Na, ich wollte da... Das heißt, ich wollte da nicht reingucken. Ich wollte hier durch. Wie kann ich atmen, wenn überall tot ist? Mit den Gefangenen stimmt was nicht. Ja, no shit, dass mit denen nichts nicht stimmt. Guckt euch die Irren nochmal an. Das ist doch... Alles nur, weil irgendwelche Leute irgendwelche Experimente gemacht haben. Und vor allem, schaut mal, wie viele von diesen Typen hier rumlaufen. Das ist echt nicht so, als dass sie das hätten abbrechen können oder sowas. Das muss ja seit Ewigkeiten gelaufen sein. Garrett, wo bist du? Also, wo ist Aaron? Da unten ist Aaron. Dann müssen wir zu ihr finden jetzt. Dir dachte ich, kann ich vertrauen. Sie verändern sich. Was ist los? Das will ich gar nicht wissen, was los ist. Überall diese Bilder. Sie verdienen eine Strafe. Folge mir zur Wahrheit. Z zum Beobachten, wohin? Alter. Du irrer Typ, keine Augen. Nase ist weg, Krallen. Das ist richtig hart, was hier passiert ist mit den Leuten. Schloss knacken. Haha, ich habe gesehen, wie du dich bewegt hast. Oh, eine Tür. Ups. Da hinten war eine gestanden. Der Baron. Er ist hier. Wie das aussieht, er richtig nice. So, dann gehen wir mal hier in die Tür rein. Er hört dich. Bitte sei leise. Und hier ist Aaron. Natürlich hasst er mich. Nein! Schnell! Schaff sie von den Köpfen weg! Sie ist zu wichtig, um hier zu sterben! Ich bin nicht zu wichtig, um sterben zu dürfen. Ich frage mich, ob sie den Schmerz kennt. Sie ist unsere Zukunft! Der Northcrest Bastard hat mich gestohlen. Kommst du mit mir, Garrett? Jemand wird sterben. Vielleicht werde ich verrückt. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Den Baron. Zurück zu Northcrest Manor. Dorthin, wo alles begann. So, meine Freunde. Wenn ich durch diese Tür gehe, ist es vorbei. Das war jetzt das kleine Finale. Tut mir leid. Ich habe das mit der Zeit nicht so ganz gut abgepasst. Das war jetzt das kleine Finale von Let's Play Thief, der Special Edition von mir. Nur für euch. Und jetzt ist die Mission abgeschlossen. Die Verlassenen. Opportunist, Jäger, Phantom. Erleide keinen Schaden. Das ist leider, leider gescheitert. Weil wir am Ende... Ey, wir haben so viel verpasst noch. Alter, was soll... Ich bin so schlecht. Ja, weil ich leider jetzt gegen Ende entdeckt wurde von diesen Viechern. Tut mir sehr leid. Stiehle alle Beuteobjekte habe ich auch nicht gemacht. Wir sind... Da gibt's noch sehr viel mehr zu entdecken. Seht ihr das? Sammlerstücke 2 von 6. 20 Beutestücke haben uns gefehlt. Also das ist echt richtig krass, was die hier reingesteckt haben für einen Aufwand. Aber jedenfalls, ich fasse mich jetzt recht kurz. Das Let's Play geht für einige von euch ja noch weiter, die neu angefangen haben, jetzt hier zuzuschauen. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Jetzt diese Extended Edition, sage ich mal. Diese Premium-Mission von mir für euch. Die erst ein paar Schreckmomente und dann nochmal ein bisschen Lüftung der Story und alles weitere. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, welche Mission ich neu spielen kann, soll, muss, darf. Oder ob ihr zum Beispiel irgendwelche Vorschläge habt für irgendwelche Let's Plays. Irgendwelche neuen Spiele, die rauskommen, die ich Let's Playen soll. Vielleicht auch sowas Richtung Grusel, Horror mit ein bisschen mehr Story.
Ihr habt gemerkt, ich bin ein Schisser, aber ich würde es für euch machen, wenn ihr mich drum bittet. Deswegen schreibt doch einfach alles in die Kommentare, was euch gerade einfällt, was ihr denkt, was gesagt werden muss. Und ich verabschiede mich jetzt soweit hierher. Das war jetzt vorerst auch letztes Mal, erstmal die letzte Folge Thief. Wie gesagt, wenn ihr mich halt drum bittet, eine andere Mission zu machen, kommt auch was Neues. Und das nächste Projekt, das werde ich jetzt hier ankündigen, das wird sein, lass mich lügen, Dark Souls 2. Ich werde Dark Souls 2 durchnehmen, beziehungsweise ich werde von Dark Souls 2 durchgenommen werden. Ich hoffe, ihr seid auch bei dem Abenteuer dann dabei und genießt in der Zeit die anderen Let's Plays von mir und vom Kevin auf unserem Channel Maximum Gaming, wie zum Beispiel Elder Scrolls Online, Starbound, Dead Space oder was weiß ich nicht. Schaut euch einfach alles an, Diablo 3, und kommentiert fleißig, abonniert fleißig, empfehlt uns weiter. Kritik sind wie immer zu haben. Ich freue mich ohne Scheiß immer richtig doll, wenn mir irgendjemand irgendwelche Vorschläge macht, wie zum Beispiel jetzt hier unser einer treuer Zuschauer, von dem ich leider den Namen nicht gemerkt habe, der mich darum gebeten hat, das hier neu zu machen, beziehungsweise indirekt darauf hingewiesen hat, das neu zu machen. Oder der Zuschauer, der gesagt hat, dass das Klopfen der Rohre die Kombination für den Tresor ist. Oder den Zuschauer, der gesagt hat, ey, yo, mach mal ein Spiel von Blizzard, und daraufhin habe ich jetzt Diablo 3 gemacht. Ich bin echt für diese ganzen Kommentare sehr dankbar und sehr offen. Macht weiter, das kann ich echt nur sagen als Let's Player an die Zuschauer, macht weiter damit, das freut mich wirklich sehr. Kommentiert, gebt uns Likes, alles Mögliche, das macht mich mega glücklich. Ja, und das waren jetzt meine letzten Worte. Wie gesagt, wurde schon alles gesagt. Macht es einfach, kommentieren den ganzen Scheiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und viel Spaß bei den nächsten Let's Plays. Bis dahin, ich bin der Flo von Maximum Gaming. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich bedanke mich dafür, dass ich die ganze Scheiße nochmal für euch spielen durfte. Ciao. In meinen Träumen sehe ich sie sterben. Ich musste nie für etwas bezahlen. Bis jetzt.